ist das einzige langzeitvermisste Kind in Hamburg. Und deshalb entschlossen wir uns für diese ständige Fahndungserinnerung hier an diesem Ort. Es gibt viele Fragen. Wir hatten einen Tatverdächtigen, der zweimal die Tat gestanden hat, der aber dann Angaben gemacht hat zum Ablageort, die sich polizeilicherseits überhaupt nicht bestätigen konnten. Und das ist natürlich auch eine Spur, aber ansonsten sind wir ergebnisoffen und freuen uns über jeglichen Hinweis. Die Erfahrung zeigt, dass es immer wieder Menschen gibt, die die bisherige Medienberichterstattung, sei es Print oder auch im Fernsehen, aus welchen Gründen auch immer, nicht mitbekommen hat. Und hier ist eine weitere Möglichkeit. Und so versuchen wir, die letzte Lücke der Information zu schließen. Wir haben hier einen QR-Code und dort wird man dann weitergeleitet auf die Homepage der Polizei. Und unter Fahndung hat unsere Dienststelle Cold Case Unit eine separate Fahndung in Sachen Hilal Erçan, aber auch in anderen Sachen.